Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute ist es soweit, heute gibt es die Antworten. Ich habe mir extra meine Lesebrille da angezogen, sie ist ein bisschen schmutzig. Ja, du kannst eh nichts lesen, weil das ist jetzt gleich gar keine. Nein, aber ihr habt uns viele Fragen gestellt und wir möchten euch alle beantworten, also nicht nur jetzt zwei, drei rausgezogen, sondern wir beantworten wirklich jeder. Habe ich mir hier ausgedruckt. Ja, lassen wir anfangen, lassen wir rein lesen. Ja, lest du mal vor. Dann können wir gleich mal schauen, ob die Frau lesen kann, ja? Na, ich glaube nicht so richtig. So, ich lese die erste vor. Ja. Heißt der John so? Ja, du passt nur die Frage. Ach so. Hi Rebecca und Michi. Nice, dass ihr meinen Wunsch erfüllt. Danke dafür erstmal. Ich habe da einen. Okay, aber ich lese nochmal vor, Leute. Ah, jetzt habe ich es. Entschuldigung. Was war der peinlichste Augenblick in eurem Leben? Das wäre jetzt schon einer gewesen, aber... Dass du nicht recht lesen kannst. Ja, ich kann ja recht lesen, aber ich dachte, da fängt die Frage schon an. Ja, also der peinlichste Augenblick in deinem Leben war? Ja, was war das? Das ist eine schwierige Frage. Also, was war so richtig peinlich? Es gibt einen wirklich peinlichen Augenblick in meinem Leben, den habe ich meiner Frau erzählt. Sie ist die Einzige, die das weiß. Und das wird sie auch bleiben. Das wird so bleiben. Das war zu hart. Das war zu hart. Nein, aber es passieren einem manchmal schon peinliche Sachen, ja. Mein peinlichster Moment war, als ich mal mit meinen Freunden kegeln war, das ist schon sehr lange her. Und dann musste ich den Kegeln, das war so peinlich. Ich hatte eine rote Unterhose an, das auch noch. Ja. Und als ich die Billardkugel, die Kegel, die Kegelkugel, ja, die Kohlenkugel, riss mir die Hose ab. Hast du so einen brutalen Chance gelassen? Ne? Nein, das war meine Lieblingshose, die hatte ich schon so oft an und die war nur noch, kennst du das nicht? Ja, nur noch so ganz so dünn. Das ist bei mir auch manchmal im Schritt, da werden die Hosen so dünn. Ja, durch das ständige Gehe, nicht? Ist ja klar. Ne? Ja, das war ja somit das Peinlichste. Ich habe dann noch eine Frage geschrieben, Herr Johnso. Was war das schönste Geschenk, das ihr euch gegenseitig geschenkt habt, ja? Also ich habe dir mein Herz geschenkt, das war schon ganz schön, oder? Das wusste ich ja. Nein. Ja, eigentlich. Oder dieser Urlaub war sehr schön im Kinderhotel jetzt. Ja. Ja? Und du hast mir meine Frau hat mir so ein schönes Flugzeug geschenkt. Ja. Das ist auch sehr schön. Und natürlich das schönste Geschenk, aber das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen klischeehaft, ist natürlich von meiner Frau unsere lieben Kinder, die sie auf die Welt gebracht hat. Ja. Ja. Könnt ihr gegenseitig in drei Worten beschreiben? Fang mal an. Ich kann nur drei Sätze. Ja, dann sag mal. Sag mal drei Sätze. Ja, ich würde sagen. Ja, sagt? Ich weiß nicht. Ich würde jetzt sagen, er ist sehr. Also überhaupt nicht geduldig. Das stimmt überhaupt nicht. Humorvoll und der Mann meines Herzens. Ja, das ist alles richtig. Aber geduldig bin ich überhaupt sehr. Nein, überhaupt nicht. Ich bin als Kind in Geduldstropfen gefallen. Also wirklich, wir hatten einmal Schuhe. Er hat einmal so Schuhe gehabt, ja. Und die waren alle irgendwie in einem Karton drin und da war alles nur noch von den Schnürsenkel verbunden. Ja, ja. Er hatte keine Geduld. Ich musste hier stundenlang den Schnürsenkel. Ja, deswegen gescheiter Klettverschluss, dann habt ihr die Probleme nicht. Ja. Nein, Geduld. Ach, jetzt soll ich dich ja auch noch beschreiben in drei Worten. Meine absolute Traumfrau. Drei Worte. Und Charakterauszüge, also sie kann sehr schlecht verlieren. Sie ist so eine schlechte Verliererin. Ja, vielleicht kennt ihr dieses Spiel Hearthstone, das Kartenspiel. Also immer, wenn wir das spielen und sie verliert. Nein. Stopp. Einmal hat er so gewonnen, da wollte er sein Handy beim Fenster rausschmeißen. Wer ist da der schlechtere Verlierer? Ja. Na, du kannst nicht verlieren. Das ist
Dann bist du sehr, hast du ein sehr gutes Herz, was ich sehr an dir mag. Und natürlich bist du eine tolle Frau, ja. So, Lorenzos Küchengerüchte schreibt, Erdbeergordonblöder, bin ich schon ziemlich gespannt, wie das aussieht. Das gibt es nächsten Dienstag zu sehen. Blablabla. Ah, das war jetzt keine Frage, okay. Ja, aber Aha, mich hier die erstmal. nächste Frage von der Gabriela. Hallo, habt ihr auch Haustiere? Ich meine, wenn man schon Kinder liebt und noch eine Frage, könnt ihr mal Döppelkuchen machen? Also Haustiere haben wir keine. Nein. Werden wir auch keine haben? Die Nein, Arbeit. nein, ich mag das. Also so wie Kaninchen und Hasen, das finde ich sowieso nur Arbeit. Die liegen ja immer im Käfig Vielleicht rum. später mal, wenn die Ja, Kinder ein groß Hund. sind, dass sie Ein einen Hunde Hund gefallen. Mehr haben. Katzen kommen mir schon gar nicht in Frage, mag ich nicht. Und Döppelkuchen kann man nicht machen, ich habe Ich keine weiß Ahnung. nicht, was das ist, liebe Vielleicht hat sie Gabriela. sich verschrieben und das soll Topfkuchen heißen. Ein Döppelkuchen. Schick uns mal ein Rezept. Ich würde das gerne mal wissen, Döppelkuchen was das klingt ein bisschen schwedisch, so wie dieses Wöckerbröt. Knöck, diese Knödel Meckerbröt, beim ja. Ikea da, die Bölle, Der Bulletübe. Mr. Sam hat eine Frage gestellt. Welche sind eurer Meinung nach die fünf besten Küchengadgets? Damit meine ich Gadgets wie zum Beispiel der Erdbeerstecher. Die fünf Das besten. ist eine Frage von meiner Frau. Du bist ja die Gadgetfrau. Ja, also mein Erdbeerstecher, Erdbeerstecher, ja. Also ich denke mein natürlich auch. Ananas-Ding, Ananasschneider, ja. nein, Dein Erdbeerschneider vielleicht? Ja. ja, es ist jetzt nicht Okay, unbedingt habe die ich dir fünf. geschenkt und du hast eine Freude vorgespielt und jetzt ist Na der nicht ja, mal nicht schön, oder unter die wie? Top 5. Er schreibt ja Top Ach 5. so, ja, dann weiter. Was ist dann Top 5? Der Apfelstecher. Der Apfelspalter. Ah Spalter. ja, Apfelspalter, Ja. Spitzenteil. Das ist, Der. glaube ich, Nummer 1. Dann der Erdbeerstecher, dann Dann der die Ananasschneider. Zyllisreibe da. Oder Diesen, für die Zitrone. Mikroplaster, Ja, diesen genau. Ja, Zestenreiber ja. Und. und deine Kartoffelschälmaschine. Nein, Wie lange die. liegt die jetzt schon in dem Kasten? 2 Jahre, Leute, 2 Jahre. Eine Kartoffelschälmaschine. Meine Frau brauchte das. Ja, was wäre Top 5? Ja, ist das ein Gadget, nein, ist ein Küchengerät, Was denn? wo du immer deine Wurstsalat machst. So nicer da ist er. Er ist Ja. schon fast so ein Küchengerät. So als Gadget würde ich noch. Da gibt es was, aber das haben wir nicht. Das glaube ich ist Meine aber. Kartoffel ist auch ein Küchengerät. Kartoffelpresse, ja, ist. Ein Küchengerät. Naja, vielleicht fällt uns im Ja. Laufe der Fragen das noch ein, dann holen wir das nach. Das ist jetzt ja auch keine Frage. Also, ich muss jetzt hier ein paar auslassen, weil ein paar haben einfach sowas geschrieben. Ah, hier ist noch. Von der Sonja Mädel. Wahrscheinlich ein schönes Mädel. Hallo, ihr beiden. Wie viele Kinder habt ihr und wie alt sind sie? Mädchen oder Junge? Ja, wir haben zwei Jungs. Zwei Jungs, beide Jungen. Ja, Also mit der eine Mordsgeräten dran. Der eine ist. wird vier Wird und der vier. andere war War eins. März eins. Ja, jetzt ist er Also so 15 Monate oder wie sagt ein man? Vierteljahre und der zweite ist 3,5 Jahre. Ich hoffe, unser Schwimmbad hat das nicht gesehen. Das sagen wir immer, ist erst 2 Jahre, dass er keinen Eintritt zahlt. Also nicht, dass wir jetzt Probleme kriegen. Der Matthias hat uns gefragt, was für ein Olivenöl hast du? Kann ich dir sofort verraten, wir haben ein fantastisch gutes Olivenöl, das haben wir lange gesucht, wirklich lange. Und hol's mal. Das hol's mal. Ja, du weißt ja, wo es dann steht. Dann kann man es mal zeigen. Und zwar, bei Olivenöl passt bitte immer auch auf, wenn ihr ein teures Olivenöl kauft, heißt das nicht, dass das gut ist. Ich habe schon gesehen, sehr teure Olivenöle. Und wenn man dann liest, sind die zusammengepuncht von der ganzen Europa und so. Du darfst nicht zu klein wegen dem Fokus. Du Ja. bist ein bisschen hinter. Ja. Ja. Aber soll ich jetzt mit der Flasche Na, ich wollte es nur lesen. bitte? Und zwar ist das von Despa Premium, dieses 100% italienische Olivenöl. Und das ist wirklich super gut und ist preislich auch noch interessant. Also es ist nicht das teuerste, auch nicht das billigste. Ist eine schöne Mittelklasse und ist wirklich
Boah, ich könnte das trinken, ich liebe Oliven. Mehr wie mich. Ich werde mir das nächste Mal Olivenöl überlegen. Ja, du hast immer so eine Olivenölcreme. Ist dir nie aufgefallen. Immer wenn du dich mit der cremst, dann hüpfe ich dich an. Der Erkan Ressler fragt, anfangs war in deinen Videos deine Frau nicht dabei. Und wie ist es gekommen, dass du sie jetzt immer dabei ist? Er hat mich so lange gebettelt, auf Knien gefleht. Nein, hat er nicht. Das stimmt gar nicht. Er hat mich sehr lange. Ich habe sie am Anfang mal gefragt, möchtest du da ein bisschen mitkochen? Und dann hat sie gesagt, nein, nein, es reicht, wenn du dich zum Idioten machst. Ich habe gesagt, ich kann nicht vor Kameras sprechen, das ist einfach so. Und mit der Zeit hat sie dann gesehen, in der Schule schon nicht dass es trotzdem gute Videos sind. Und dann wollte sie dann auch mitmachen und da bin ich sehr froh. Du hast mich lange gefragt. Ja, aber du hast am Anfang nie gewollt und dann mit der Zeit sind gesehen und ich bin einfach froh, es ist zusammen kochen macht gleich mehr Freude und mehr Lust. Und es ist auch fein, wenn man mit jemandem reden kann und nicht nur so alleine ist beim Kochen. Wie nennt man ein Haustier zulegen? Ah, keine Katze. Ich höre schon in den Kommentaren, werden jetzt, weil es gibt sehr viele Katzenfans auf der Welt, sagen, du blöder Katzenfeind, du. Aber ich kann nichts dafür, ich mag sie halt nicht. Dafür liebe ich Hunde. Ich hatte auch mal Hunde. Ja, auch Katzen, aber das ist was anderes. Im Bett die Katzen. Ach hier, der Schorskopf 2. Cooler Name. Hey Michi, ihr zwei seid immer so lustig zusammen. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ja. Also erzähl mal, wie war das? Wie war das damals? Ich weiß es nicht mehr so richtig. Ja, wir wohnten im gleichen Wohnblock. Ich bin beim Freund mal eingezogen und sie hat da gewohnt und dann waren wir Nachbarn. Und dann ist das so gekommen. Und am Anfang dachte ich mir immer, was hat denn der für Watschel gehabt? Ja, ich habe mir immer gedacht, das ist ein kompletter Dummkopf. Ja. Sie hatte so eine Art. Da bin ich mal ausgegangen und dann habe ich immer gesehen, wie er so ist. Und da habe ich jeden Tag nach der Arbeit am Spielplatz unten auf ihn gewartet, bis er mit dem Auto herfährt. Und er hat mich nie angeschaut. Nein. Immer nur ausgestiegen. Heil. Nein, die war mir zu doof. Die hat das also wirklich. Aber das ist der erste Eindruck. Er hat getäuscht. Ich habe sie dann kennengelernt und sie ist eine sehr intelligente Frau, muss ich sagen. Darum hat sie auch einen so guten Freund wie mich. Nein, eine super Frau. Ich finde auch, wenn man sich auf den ersten Blick verliebt, dann ist das ja mehr so eine chemische Reaktion, wenn man sie erstmal kennenlernt und dann passt das schon noch. Was ist das dann für Reaktion? Ja. Der Felix Wolf fragt, könnt ihr mal ein Video machen, in dem ihr Lecho kocht? Ja, könnt, du wärst sicher. Aber das wird noch ein bisschen lange dauern, weil wir haben jetzt die nächsten 2-3 Videos, was wir machen. Die habe ich schon, was Bestimmtes, was ich möchte. Und dann machen wir wieder Sommerpause und dann nach der Sommerpause. Können wir das gerne machen, aber da wir das bis dahin nun längst vergessen haben, bitte lieber Felix, falls du das siehst, schreib uns das dann nochmal. Dann machen wir das sehr gerne. Ich liebe übrigens Lecho. Sehr sogar. Und falls du Lecho magst, schau mal bei Kochlust, da habe ich ein tolles Gericht, ist zwar nicht Lecho, wie heißt das? Zucchini. Wie habe ich das genannt? Zucchini-Gemüse oder irgendwie. Schreib einfach mal rein, Kochlust, Zucchini. Da kommt ein super Gericht, so ein Zucchini-Eintopf. Ist ein bisschen ähnlich und sehr lecker. Die Litschi spielt, oder der Litschi, keine Ahnung, oder ist das ein Obst, das Litschi. Wie bist du dazu gekommen, ein Hobby, welches sehr eindeutig das Kochen ist, auf YouTube zu veröffentlichen? Ist auch wieder eine lange Geschichte, muss ich sagen. Wir hatten unseren ersten Sohn und der hat dann natürlich die Nacht, wenn die so klein sind, ist dann ganz klar, die schreien und müssen dauernd gefüttert werden, hier an den Brüsten der Frau. Ne? Und sie musste ja dann immer die ganze Nacht immer und immer wieder aufstehen, sie konnte ja nie durchschlafen. Deshalb ist sie natürlich auch um 8 Uhr manchmal schon schlafen gegangen. Und das war natürlich für mich ein bisschen früh. Und in den Fernseher schauen, tue ich eher selten, tue ich nicht sogar. Dann dachte ich mir, was mache ich jetzt? Weil die Frau war ja nicht mehr da, die hat ja geschlafen.
Und dann dachte ich mir, mach mal noch ein Video, weil ich habe sehr gern Fotografie und Video mag ich gern. Und kochen tue ich auch gerne. Und da viele oft mich auch gefragt haben, warum und kochst du überhaupt? Das kann ich ja gar nicht. Also derjenige da nicht. Und ich habe gesagt, du musst es noch probieren, es ist ganz einfach, weil viele Leute meinen wirklich, kochen ist schwierig. Aber ihr seht ja, wir zwei sind komplette Laien und kochen auch und es schmeckt, oder? Ja. Und der nächste positive Effekt, ich habe so viele Sachen, die schreibe ich mir mal irgendwo raus, also im Internet, oder sagt mir mal einer, auf irgendeinem Fresszettel, du das in den Kasten, dann finde ich das nie mehr, das Rezept. Sobald ich das mal auf YouTube habe, kann ich immer da nachschauen. Das ist wie so ein persönliches Lexikon. Oder ein Buch, das man nie mitträgt, weil es ist ja in der Cloud. Weißt du, was eine Cloud ist? Ja. Was ist das? Ein externer Speicher. Ja, ja, ja. Ist zwar nicht richtig, aber... Ja, das ist... Die Reliefe hat geschrieben, na, haben wir einen ausgelassen, Jutta Wölfel. Hallo ihr zwei, wie lange seid ihr schon zusammen? Ihr geht so herzlich miteinander um, als seid ihr so frisch verliebt. Es ist wirklich eine Freude, euch zuzusehen. Wirklich sehr schön, bewahrt es euch. Und wo habt ihr euch beziehungsweise kennengelernt? Liebste Grüße aus Deutschland. Bussi. Ich war ja, wie frisch verliebt, das stimmt. Ich fühle mich wirklich immer noch wie frisch verliebt. Also meine Frau liebe ich bis in die letzte Zehenspitze, auch wenn da gerade Socken dran sind. Kann man es vielleicht nicht sehen, aber ist so. Und deshalb ein Kuss. Ich auch, ja. Wir sind jetzt 7 Jahre zusammen. Ja, das oder? War fliegst das 7. Jahr. Also hoffentlich überstehen wir das. Doch, 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 doch. 1,5 Jahre sind wir jetzt verheiratet und davor waren wir halt so in wilder Ehe. Wie man sagt. Und kennengelernt, haben wir eh schon gesagt, wir wurden Nachbarn. Also, falls er noch keine Frau hat oder keinen Mann, klingelt mal eure Nachbarn durch, vielleicht ist da jemand für euch. Ja. Die Krilif schreibt, habe lange nachgedacht. Gab es in eurer Kindheit die ein oder andere Leibspeise, die ihr besonders gemocht habt? Wenn ja, könnt ihr uns ja mal daran teilhaben lassen, indem ihr diese Rezepte hier vorstellt. Dein Lieblingsgericht? Ja, ich habe es schon gemacht. Die Erbienbrösen, also die Kartoffelschmarrn. Ja. Den habe ich gern gehabt mit Buttermilch. Oh, jetzt werde ich schon nach lecker. Oder Schlipfkrapfen. Schlipfkrapfen, ja. Und bei mir in der Kindheit, da ist einfach der Klassiker die Spaghetti. Und das Pfannmus. Heute noch Spaghetti. Pfannmus haben wir noch nicht gemacht. Das Nein. können wir mal machen. Muss ich aber nochmal irgendwie fragen. Ja, und bei mir waren es immer die Spaghetti und Kartoffelgratin. Wollte ich auch. Und Lasagne. Pizza gab es damals noch nicht bei mir. Du Armer! Ja, nein, nicht arm. Ich schaue sehr jung aus, aber zu meiner Jugend ist die Pizza gerade erst im Kommen gewesen. Bist du ein bisschen jünger, nicht? Bist du noch so ein Junggemüse? Der Dartwins schreibt, hey Michi, was machst du eigentlich beruflich oder was hast du mal gelernt? Also beruflich bin ich Professor an der Uni in Duisburg. Nein, ich bin kein Professor. Ich arbeite in so einer Wärmepumpenfabrik, bin da einfach nur so ein Angestellter, also eine normale Hilfskraft, nichts Besonderes. Und gelernt habe ich Kellner. Und ich wollte mal Koch lernen, muss ich sagen. Wollte ich, hat mich schon immer interessiert. Habe es eine Schnupperwoche gehabt, dann hat dieses Hotel gesagt, dieser Koch da, dieser Vollidiot, ja wirklich, kann man heute sagen, ich wäre absolut unbrauchbar, ich wäre absolut nicht geschaffen für diesen Beruf und ich soll sofort was anderes umschauen. Ich war leider so dumm, mir in dem jungen Alter von 14 Jahren, wo man eine Schnupperlehre macht, mir das von diesem, kann man wirklich sagen, Vollkoffer verderben zu lassen, sonst hätte ich wirklich gar Koch gelernt. Und ich habe eigentlich eine Woche lang nur Kartoffeln geschält da oben. Aber ich... Ja, das machen die Lehrer. Na, ist war ein Volltrottel, ist auch ein sinnloses Hotel. Gehe da überhaupt nie rein. Und was hast du gelernt? Ich habe viel gelernt. Ja, ich habe ja 2 Berufe. Ja. Einzelfrau, Kauffrau. Ja, Einzelfrau, also Verkäuferin. Ja? Verkäuferin. Lebensmittelverkäuferin. Und Altenpflegerin.
Das ist ein super Beruf für zwei, ja. Und was war und beruflich momentan bist du ja gerade Hausfrau und Mutter und auch eine Putzkraft. Ja. So, das habe ich glaube ich schon. Ah, das hat einfach zweimal geschrieben, okay. Hi ihr beiden, traut ihr euch an einem südindischen Gericht wie zum Beispiel Chicken Curry, Potato Stew, Cauliflower Curry? Klingt eigentlich ziemlich amerikanisch, aber würde mich mal sehr interessieren, wie ihr die indische Küche interpretiert. Also ich war mal in London. Ja, wir waren in London. Ja, aber da hast du mich ja überrascht mit deiner London-Reise. Ja, aber ich wollte jetzt ein anderes London. Ich war, ach so, war Entschuldigung. Ja, nein, wir waren ja auch mal beim Inder. Ja, ja, waren wir auch mal. Ich war mal beim originelleren Inder wie mir damals. Aha, ja. Da war das indische Essen ist so dermaßen scharf gewesen. Also die haben ja ganz einen anderen Curry gehabt. Bei uns war es ja auch ein bisschen scharf, auch nicht mehr so scharf. Ja, dann, ja. Aber ich mag gern scharf und dieses indische Essen hat mir sehr gut geschmeckt. Ob ich das kochen kann, da bräuchte ich wieder diesen eigenen Curry. Ist so eine eigene Ding. Ich sage immer, ich bleibe ein bisschen bei denen, wo ich so drin bin, aber wir können so ein Chicken Curry, wenn du mir mal so ein Rezept oder so schickst, gerne mal machen, weil ich liebe das wirklich sehr gerne. Ja. Der Fabian schreibt, wie viel Geld habt ihr gesamt für eure Küche und die ganzen Küchengeräte ausgegeben? Puh. Ja, also können wir mal als erstes, die Küche war 6.800 Euro, kann ich sagen. Unser Küchenblock kostet, ich mache mal hier so ein Foto, ist jetzt zwar hier sehr dunkel, weil kein Licht brennt, aber dann seht ihr ungefähr, wie groß das ist. Was wir für einen Kühlschrank haben, wir haben einen großen Kühlschrank. Hast du jetzt einen Kühlschrank mitgerechnet? Ja, und jetzt kommen aber noch ein paar Geräte dazu. Ich beile mal um die 2.000 Euro dazu, also 7.000, 8.000, so um die 9.000 Euro, dann ist alles drin. Ja? Ja. Es gibt Leute, die kaufen die Küchen um 30.000 Euro und die kochen dann manchmal. Entschuldigung. Die kochen dann manchmal nicht. Ja, was ist das? Bei denen kommt man dann zu Besuch. Da ist wie steril. Ja, also wie, das steril. Ist wie wenn du ins Kaufhaus gehst, so sieht es bei denen aus. Da steht dann so Performer, so eine riesen Obstschüssel. Ja. Aber nimm da ja nie einen Apfel weg, weil sonst ist die Küche nicht mehr. Ja, dann ist das nicht mehr. Na, also wirklich, meine Küche brauchen wir nicht allzu viel Geld ausgeben. Wichtig ist. Und wer weiß, vielleicht magst du in 10 Jahren ja eine andere Küche. Eben. Und dass ihr Freude am Kochen habt und dass ihr sie praktisch macht, ja. Und eine Küche muss, kann auch mal ein bisschen Schmutz abtragen. Ja? Könnt ihr mal eure ganzen Küchengeräte zeigen? Ja, also die jetzt da alle rausholen, das wäre jetzt ein vieles Umagekräme. Aber im Laufe der Sendungen habt ihr das ja eh immer gesehen. So, wir haben eh eigentlich alles gezeigt. Und wir haben so viele Küchengeräte, aber wir benutzen sie in unseren Videos eigentlich sehr selten. Ja, weil damit wir euch nicht den Spaß verderben und sagen, ich kann das nicht kochen, weil ich dieses und dieses Gerät nicht habe. Also ihr seht in unseren Videos, man kann es mit einem Messer, einem Schneidbrett, einer Pfanne und einem Topf, könnt ihr eigentlich schon fast alles machen. Also da braucht man nicht diese ganzen super Sachen, was es sonst so gibt. Aber sie sind natürlich praktisch. Und wenn einem Kochen Spaß macht, kauft man sich immer mal. Die andere kauft sich halt wieder mal so ein Fuchsschwanz für seinen Autoschlüssel, ne? Oder was ich weiß, es gibt, oder? Ja, halt die ganzen Schuhe. Hobbys. Oder ein paar Schuhe, ja. Ich kaufe mir Küchengerät. Hallo Kochlust, wollte nur mal fragen, hast du, also der Matthias fragt, hast du noch die Küchenmaschine Wachs da, kompakt zu wie? Noch eine Frage, wo hast du diese schönen bunten Fliesen hinter der Spüle gekauft? Also unsere denn das Sous-Vide-Gerät, das habe ich ja noch, und zwar ist das eins meiner Lieblingsgeräte und das benutze ich so alle 2 Wochen einmal und das, wir haben gerade, glaube ich, vor 3 Tagen wieder ein Pulled Pork draus gemacht, was man sonst am Grill ewig lang rumtut, und ich finde das Sous-Vide-Gerät, ich kann sowas nur jedem empfehlen, und wir haben jetzt hier nie Videos gemacht, weil die meisten Leute das nicht haben, aber ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt im Sommer nochmal 1-2 Videos machen, einfach um das mal zu zeigen. Auch wenn das viele Leute nicht haben, vielleicht werden es mal ein paar haben. Sous-Vide ist meiner Meinung nach eine super Sache.
Und diese bunten Fliesen, das ist keine Fliese, das ist so ein Glas. Haben wir beim Lutz, haben wir aus der Küche gekauft. Das gehört zur Küche dazu. So Meter war, das wird ja zugeschickt. Da gibt es über 5000 Motive, kannst du Kaffeebohnen, kannst alles Mögliche aussuchen. Du kannst dir ein Foto von dir selber. Weil es feiner das, ist zu putzen, weil keine Fugen sind. Und sieht, muss ich sagen, also sieht wirklich erfrischend aus. Ja? Dann der Emanuel Niedermeyer. Liebst du deine Frau wirklich? Ja, also, jetzt hast du mich erwischt. Er liebt die Nachbarin. Ich wollte. Ich wollte eigentlich. Nein. Also, ich bin wirklich ehrlich. Ich liebe meine Frau wirklich und ich glaube, das habt ihr auch schon gemerkt. Oder? Und meine Frau mag das jeden Tag. Ja. So wie ich sie anschaue. Da brauche ich nicht mal meine Lesebrille. Könnt ihr mal, an der AHA-Frage, könnt ihr mal eine Fondant-Torte machen? Leider habe ich wirklich. Schau, jetzt hast du die wichtigste Frage aus. Ah ja, die kommt noch. Ich lasse nichts aus. Also das mit der Torte, ich habe keine Ahnung, was das Fondant ist. Fondant, ja, aber das weiß ich, was das ist. Das ist ja da, wo die Torten dann, wie bei einer Hochzeit, weißt du, Fondant, wo man so oben drüber legt, wie beim Marzipan, weißt du? Ah. So. Ich habe da mal sowas gemacht, ja, die Schildkröte zu meinem Geburtstag. Aber das Tortenzeug, das kann ich das auch ist nicht so unsass. Aber es gibt so viele Kanäle, was Torten machen. Schaut mal rein, leider. Und so eine Fabian, muss deine Frau immer danach abwaschen oder magst du es auch? Also eigentlich wasche immer ich ab. Nein. Immer. Schaut mal, wie er lügt. Also okay, abwaschen, das tut schon meine Frau. Und zwar, ich würde es gern tun, aber sie tut es so gerne. Und warum soll ich... Nein, ich mag es nicht gerne, aber wenn der anfängt, das ist Katastrophe. Warum? Du bist ein Chaot in der Küche. Überhaupt nicht. Also, ja, beim Aufräumen schon. Ja. Ja. Also ich lasse es, ich sage immer so, wenn ich aufräume, das, was ich in einer Stunde machen könnte, schafft sie in 10 Minuten. Warum soll ich es dann überhaupt anfangen? Darum lasse ich das alles meine Frau machen. Aber sie weiß, ich würde ihr helfen. Ja, würde, aber er ist mir dann im Weg. Ist so beim Frühstück verräumen auch. Thomas Mark schreibt dann, hallo Micho, kannst du mir mal ein paar Sous-Vide-Videos da machen? Gruß Thomas. Super Thomas, genau das habe ich jetzt eh vorgehabt, im Sommer mal machen. Das wird kommen. Und die letzte Frage hier von Nasri, also das ist jetzt ein bisschen eine intime Frage, da fragt uns, wie oft habt ihr so in der Woche, Monat Verkehr? Also. Ja, jede Stunde mal. Nein, ist ja klar, wenn man Kinder hat, wird es nicht mehr alle Tage sein oder alle Wochen 50 Mal. Nein. Nein, wenn man Kinder hat, dann macht man das halt so spontan. Ja, also ja. Nasri, du stellst schon ganz schlimme Fragen, ja? Und manchmal, also wenn wir Lienz fahren, haben wir auch manchmal Verkehr. Das ist jetzt das Insider. Lienz ist eine Stadt bei uns. Das könnt ihr nicht wissen. Jetzt haben wir die Fragen alle durchgehört. Habe ich eine vergessen? Nein. Lass mich fragen. Jetzt kannst du mich noch was fragen und ich frage dich noch was, okay? Und zwar, da möchte ich noch von dir wissen, was findest du am besten von mir? Jetzt geht's nochmal. So Leute, es muss jetzt wahrscheinlich genau 30 Minuten vorbei sein, weil er hat die Kamera abgeschaltet und ich schalte vor 30 Minuten einfach ab. Ich weiß jetzt nicht genau, wo sie abgeschaltet hat. Ich habe halt gerade noch gesagt, eine Frage stelle ich noch und eine darf meine Frau stellen. Und ich frage meine Frau, was magst du an mir am liebsten? Was ich an dir am liebsten mag? Ja.
deinen Sinn für Humor. Ja, wenn du mich so alt siehst. Ich dachte, meine Augen. Nein, deinen Sinn für Humor. Ja. Und deine Herzlichkeit. Aha. Was? Also ich bin ein Tölpel, oder wie? Wieso? Ja, das sind für Humor. Das ist ja immer, wenn einer irgendwie so ein Pflaume ist, dann sagt man, er ist eine Pflaume, aber ja, er hat halt Humor. Du bist keine Pflaume, du bist mein Eis am Stiel. Ich habe so gern Eis. Nein, ich liebe dich einfach. Ich mag alles an dir. Ist ja klar, sonst hätte ich dich nicht geheiratet. Ja. Und du bist mein Fisch. Ah, ich fischel, oder nein, was? Ihr wisst, Leute, ich liebe Fisch. Ah, ich hasse Fisch. Und du darfst mir auch noch eine Frage stellen? Ja. Liebst du mich wirklich? Nein, nein. Was magst du an mir am liebsten? Ich mag an dir am liebsten, dass du mich so gern hast. Ja. Klingt jetzt komisch, aber es ist ja schön zu wissen, wenn einen jemand so sehr gern hat. Und ich mag es, dass du immer an mich denkst und versuchst, mich glücklich zu machen. Und das machst du auch. So, jetzt haben wir die Fragen und Antworten beantwortet, Leute. Und es ist heute Freitag und ihr denkt, wann wird jetzt gekocht? Heute wird gar nicht gekocht. Und zwar, weil das Video kommt am Dienstag. Da sind wir in dieser Erdbeermund-Kooperation. Da machen sieben YouTuber jeden Tag ein YouTube-Video über Erdbeergericht und da sind wir auch dabei. Das Ganze macht der Chaos Kitchen 1:50 Uhr und wir sind am Dienstag dran. Am Dienstag um 14 Uhr ist unser Video online. Da kommt das von mir konzipierte Erdbeer-Cordon Bleu, ein Gericht, das ich erfunden habe und dann, in dem ich lange gedüftelt habe und das. Wo er so stolz auf sich ist. Wie schmeckt das? Lecker, super lecker. Also echt. Übertreibt oder untertreibt nicht immer so. Ja, ich habe ja gesagt, super lecker. Ja, aber du müsstest sagen, ultra brutal lecker. Ja, du weißt, dass ich das nicht kann. Ja, das ist so lecker, Leute. Schaut euch das an. Das kommt am Dienstag. Deswegen wird es nächsten Freitag kein Video geben. Vielleicht doch, vielleicht auch nicht. Komme ich drauf an, aber eher nicht. Und dann übernächsten geht es wieder weiter, Leute. Dankeschön für eure Fragen. Haben mich sehr gefreut. Du dich auch? Ja, sehr gefreut. Und jetzt haben wir gedacht, lassen wir die Kamera an. Und machen sie jetzt mal. Nein. Ja, dann kann der, wie heißt der denn da? Nesil. Dann kann der uns gleich zuschauen. Ja. Das machen wir natürlich nicht. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.